Boah. Naja, wie dem auch sei. Willkommen, ich mache mal wieder ein neues Video. Hatte ja jetzt quasi angekündigt, dass ich immer wieder ein paar Videos mache. Immer, wenn ich Lust habe, es wird jetzt halt keine regelmäßige Sache, es wird jetzt nicht jeden Tag was kommen. Okay, Moment, bevor ihr euch fragt, was das für ein Spiel ist, ich habe da mal was von gehört. Das ist ein Super Nintendo-Spiel. Ich habe ewig gebraucht, dafür eine ROM zu finden. Warum auch immer. Die meisten Seiten waren verbuggt oder da kam man Virusmeldungen oder sonst was. Und von der Story wollen wir gar nichts wissen. Ich habe davon nur ein paar Videos gesehen und. Oh mein Gott. Hä, wie? Der springt gleich nach oben. Achso, doch, wenn ich nach oben drücke. Okay. Lester the Unlikely, keine Ahnung, irgendein Spiel von vor meiner Geburt. 1993 stand da, glaube ich, eben. Und wir sind halt irgend so ein komischer Streber-Versager-Typ und sind durch irgendeinen Comic in irgendeine Welt gezogen worden. Ah, nee, Quatsch, ich muss noch oben drücken zum Springen, vergessen. Ja! Und das. Nein, spring doch nach oben. Und ich habe keine Ahnung, ob das Spiel leicht ist, ob es schwer ist, ob es gut. Nee, okay, ich habe eine Ahnung, es ist nicht gut. Was? Aua. Okay, er schlottert irgendwie rum. Das steht fest. Kann ich noch irgendwas drücken? Okay, mit dem Knopf trete ich noch. Komm her, Star. Patrick. Tritt. Okay, naja, keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier so. Es wird auch kein langes Sitz mehr, denke ich. Weil das Spiel, glaube ich. Ach du Scheiße, ey. Bist du für ein Versager, Lester? Wir nennen ihn jetzt einfach mal Lester, damit ihr wisst. Was? Alter, was gucken hier für komische Achselhaare aus dem Boden? Na, Mutti? Auch schon wieder zu Hause? Ja, und das ist ihr Arsch. Der liegt da drunter. So, kann ich jetzt. Muss ich ihn treten, oder was? Im Ernst? Und jetzt der Tote. Okay, wir rennen warum auch immer vor jedem Gegner weg. Ja, wow. Kann ich den nehmen? Hallo? Ich weiß gerade nicht, wie ich den. Na, wir müssen kurz warten. Ducken und dann irgendwie. Nein, ducken. Es geht nicht! Doch der! Ja, und dann kriege ich direkt wieder Schaden rein. Ach du Scheiße. Ist dieses Spiel Kacke. Okay, Moment. Ja. Willkommen in Lester the Scheißdreck. So. Das wird ein gutes Spiel für Jung und Alt. Und ich glaube, Alter, hör auf dich anzustellen, meine Fresse. Ach du Scheiße, was tue ich mir an? Aber ich habe mir gedacht, es muss ein Jump'n'Run sein, weil das ist eigentlich so die Spiele, die so am besten zu mir passen. Die am besten kommentieren kann oder sonst was. Alter, reißt sein T-Shirt hoch beim Springen? Und man sieht richtig seine Wampe dabei. Kleine. Naja, wie auch immer. So. Lass mich gerade, er rennt wieder weg. Nee, okay, diesmal nicht. Okay, die Kröte geht schon nicht hoch. Was ist. Welcher Knopf war jetzt nochmal für? Macht er nicht, okay. Das heißt, weil ich Full Life bin wahrscheinlich. Ja gut, okay. Nehmen wir das mal hin. Was? Achso, ich dachte gerade, ich habe Fallschaden. Ach, Moment, das könnte sogar sein, dass ich Fallschaden kriege. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, es ist halt. Schaut ihr noch an, kann ich in die Kamera gucken irgendwie? Alter, er sieht aus wie ein. Wie so ein krimineller Türke in der U-Bahn. Oh Mann. Ja, meinetwegen auch ein Deutscher. Mir egal. Ich habe keine Lust, jetzt hier wieder der Nazi zu. Ja. Den Nazi zu sehen. Mit dem Knopf. Alter, die Steuerung ist halt auch, ne? Was soll ich da? Ach du Scheiße. Hä, wie komme ich denn da jetzt hoch? Muss ich ihm das. Ach so, okay. Kann ich mich hier irgendwie. Junge, das war doch kein Fallschaden! Die 10 Millimeter da! Die Penislänge, die du da runtergefallen bist. Meine Fresse. 15 Zentimeter da. Ich bin gleich Game Over. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Also, es ist wohl nicht so lang, aber wenn ich mich so anstelle wie jetzt gerade. Oh, ist das Rotze. Ich kann auch gerne was anderes spielen, aber ich glaube. Ja, komm. Bum, bum.
Kommt wieder die Krabbe, oder? Oh, die Steuerung ist halt auch so ranzig. Wie von einem Teletubby programmiert gerade, ey. So, komm. Dun, dun, dun. Die Musik, da kann man schön mitwippen, ein bisschen betrunken. Naja. So, mein Problem ist, wie kann ich mich... Nein! Wie kann ich mich da... Wie kann ich... Hallo? Hallo? Warte, Moment. Müssen jetzt gleich erstmal wieder rüberspringen, glaube ich. Ach so, nein. Ach, einfach nur runterdrücken. Okay, alles klar. Meine Frage war nämlich, wie ich da, ja, irgendwie ein Leben drunter komme. Na, ist egal. So. Ich glaube, wir alle kennen einen Lester. Wenn man den sich so anguckt, den kennt man in seinem Freundeskreis. Den Typ, der so von Kanten runterhängt. Wie als würde man ihm einfach nur in die Fresse eintreten wollen. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, es geht weiter. Das Spiel wäre vorbei. Oh Gott. Stirb. Was, wie denn? Ach so. Ach ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, lass mich hoch. Lass mich doch hoch. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, ob ich die Safe State setzen soll. Ich weiß es nicht. So. Oh nein. Nein. Oh, gut. Ihr merkt schon, ich fieber heftig. Gott, das ist spannend, das Spiel. Wenn er gleich wieder stirbt, ihr wisst, was denn los ist. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. So. Oh mein Gott, wie hebe ich den nochmal auf? Nein, falsche Richtung. Den Knopf, den Knopf. Nein, ich habe keine Ahnung. Ah, okay, nur mit dem oberen. Okay, mit dem ich auch Steine schiebe. Okay, alles klar. Mit dem ich wahrscheinlich auch Karten aufhebe, weil er kann sowas nicht normal. Weil er halt ein Versager ist. Die können halt nichts. So. Merkt euch, wenn ihr euch den anguckt, das ist euer typischer Botlane-Feeder, den ihr da habt. Das ist ein typischer Feeder. Den Typ. Ich meine, oh. Da haben wir aber spät geduckt. Naja, wir wurden nicht getroffen. Und irgendwie schon wieder nicht. Warum auch immer. Oh Gott. Und wie weiche ich dem richtig aus? Ja, irgendwie weiche ich ihm immer aus, obwohl ich... Nichts drück so. Naja, egal. So. Lang es klappt, ist mir das alles recht. Lass mich los. Kumpel? Muss ich irgendwas drücken? Also ich habe jetzt ein bisschen auf Tasten rumgemasht. Ich habe... Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, das wird ein tolles Let's Play. Meine Freunde. Meine Freunde des Dritten Reichs. Da ist er wieder. Oh, ja, Propagandaminister der Goebbels. Das heißt, dass viele von uns nur nicht richtig erwischen. Das heißt, an sich ist es unser gut Recht, ein bisschen von ihm angekratzt zu werden, wenn er an uns vorbeifliegt. Wie komme ich denn hoch jetzt hier? Ach. Oh. Lass mich doch los. Hässlicher Hurensohn. Ich drück alle Knöpfe. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es immer ein fester... Ja, das ist immer der feste Spot, an dem wir rausgelassen werden. Mal ins Anusloch rein. Komm, so. Wow. Nein. Oh Gott. Das ist schlimmer als Cry of Fear und Outlast zusammen hier vom Horrorfaktor. Was? Bin ich tot? Ne, okay, hier geht's weiter. Okay, alles klar. No, deine Mutter, Alter. Dann müssen wir uns runterhangeln. Vielleicht geht... Was ist das? Kann ich das aufheben? Kann ich das aufheben? Kann ich. Womit werfe ich das? Aha. Ja, jetzt ist es weg. Das ist natürlich... ganz großes Kino jetzt. Nein! Oh Gott. Heb das auf. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir sind so gut wie tot, weil das Spiel, glaube ich, keine andere Wahl lässt. Okay, hier geht's nicht weiter. Womit werfe ich nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube mit dem rechten hier. Nein, natürlich nicht. Ach. Vielleicht auch nur, weil er weggerannt ist. Ja, doch, damit werfe ich. Okay, ist klar. Ach, und mehr ist hier nicht. Cool.
Oh, bitte. Bitte lass mich hier richtig sein. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo unser Lästerchen hin muss. Alter, wie krüppel ich hier immer so ein bisschen. Wir machen einen auf Spast. Hä? Entschuldigung. Moment, warum habe ich da jetzt Fallschaden bekommen? Ich habe nicht mal den Boden geschliffen mit den Füßen. Soweit ich das gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ich bin mir bei der Steuerung so unsicher, dass ich keinen Schritt näher an die ran möchte, an die Gegner. Echt nicht. Was geht's denn dann geradeaus? So verdächtig lang. Oh Gott. Also, wenn einer von euch eine Ahnung hat, was das für ein Spiel sei. Oh. Sein soll, beziehungsweise was das hier darstellen soll, alles. Da bin ich ganz ohr, ja, aber ich habe keine Ahnung, was man sich hierbei gedacht hat. Und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier spiele. So, da unten müssen wir auf jeden Fall hin. Ob ich das schaffe, ohne Schaden zu kriegen? Ich glaube nicht. Was ist denn hier noch? Ist hier überhaupt irgendwas? Leute, ich. Er ahnt, ich bin tot. Oh, da wäre was, aber ich will da nicht hin. Nicht ohne Safe State. Und ich will kein Safe State machen, weil. Das ist lächerlich, das brauchen wir nicht. Ach, das war's, okay, gut. Nächstes Level oder was? Oh, natürlich nächstes Level. Einfach das. Ja, yes? Achso, okay. Dann brauchen wir ein bisschen länger, um das zu akzeptieren, weil es ein Scheißspiel. Ja, ey, du musst getroffen werden, was soll das? Du kannst ja nicht mal scrollen, oder? Mit L und R? Nee, irgendwie nicht. Passiert nichts, naja, was soll man sagen? Wir sind halt Kanacken. So. Ach ja, dreht den Stein, gut. Natürlich dreht deine kleine Foot gleich kaputt! Bumm. Ja, die Fledermäuse, weißt du, selbst die Fledermäuse sind Versager in diesem Spiel. Die fliegen einfach weg, weil sie. Was soll ich sagen, ey? Wenn ich meine Eichel auch ins Gesicht drücken und die fliegen weg. Ja, mal gucken. Aber da wird ja auch jeder wegfliegen, glaube ich. Selbst die Leute, die nicht fliegen können. Ja, ich wieder ver. Es passiert halt irgendwie nichts, ne? Man muss halt immer nur von den Steinen runter und bla. Und das ist halt irgendwie. Ein geiles Konzept, muss man wirklich sagen. Das ist der Wahnsinn, das reißt mich mit bisher. Bin ich hier richtig? Ich versuch's einfach mal. Okay, es ist irgendwie ätzende Schweißsäure und deswegen wollen wir davon nicht getroffen werden. Das ist Angst, Schweiß von. Tschüss. Oh, ja, Lebensenergie kann man immer gebrauchen. Brauche ich jetzt. Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche, aber naja. Aber ich komme langsam auf die Steuerung zurecht, und das ist ganz gut. Und das bedeutet für uns, dass das Spiel gleich durch ist, Freunde. Nicht durch. Oh, Dreck. Ihr könnt mir übrigens, nein, jederzeit vorschlagen, was ich noch so spielen könnte. Denn. Was muss ich hier machen? Hier, bitteschön, bitteschön, bitte. Guck mal meine Pokémon-Karten an. Gibt's da rüber? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Item gibt's noch. Es gibt noch einen Slot für Items. Das ist gut. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil das bedeutet für uns wiederum, dass das Spiel in gewissen Hinsichten umfangreicher werden könnte. Und das gefällt mir auf den ersten Blick erstmal nicht, weil irgendwie muss das nicht sein. So. Hier ist mal wieder nichts. Kriege ich hier Fallschaden, wenn ich mich fallen lasse? Ich lasse es lieber. Ich lasse es einfach. Ey, die Musik wiederholt sich halt auch immer nur alle zwei Takte. Ach nee, jetzt angefangen. Okay, ist gar nichts. Das heißt, wir werden jetzt noch da links hochspringen, in der Hoffnung, dass wir nicht direkt verrecken. Was aber Lester auch nicht vorkommt, eigentlich. Okay. Das nochmal Lebensenergie brauchen wir gar nicht. Seht ihr, ich bin ganz gut dabei. Es gibt Lebensenergie, die wir nicht mal brauchen. Super. Fühlt mir sehr gut. Toll. Okay. Ach, nicht. Ja, gut, okay, wir brauchen sie doch. Vergesst, was ich gesagt habe, das ist irrelevant. Gott. Nein! Spring doch! Da ist was. Das sehe ich doch. Oh!
Okay, wieder ein Felsen. Ja, haben wir noch nicht genug. Ah, nee, ich habe ja sogar noch einen. Ja. Ja. Ihr seid ganz cool. Ihr seid wirklich... Hey, wieso stirbt der denn und legt sich dann auf den Boden zum Schlafen? Was soll denn das? Eine Fresse, so. Ja, und hier wird man eh getroffen, so. Das heißt, meine Frage ist jetzt... Ich gehe da jetzt nochmal hin, weil irgendwie muss da doch was sein. Ich werde die diesmal halt abwerfen, die Dinger, aber... Keine Ahnung, ob das was bringt. Wo kamen die denn? Irgendwo hier. Freunde? Ja, hier. Jetzt sind die oben. Warum sind die jetzt oben? Hä? Oder bin ich jetzt woanders? Nee, das ist doch derselbe Ort, wo ich eben gestorben bin, oder? Ich kann doch hier immer noch meinen Furz riechen von eben. Das kann doch nicht sein. Da ist hier oben jetzt doch noch was. Ja, hier war ich doch, oder? Ja, da oben war ich. Ach, er kriegt doch keinen Fallschaden. Okay, das ist gut. War ich hier? Ich glaube schon. Ey, wenn die Musik sich halt einmal ändern würde, ne? Einmal. Hier war ich auch. Ich brauche irgendwo einen Schlüssel, also für die Truhe scheinbar. Also eine Truhe ist dann wahrscheinlich was, was mich dann am Ende weiterbringt oder so. Ein riesiger Teleporter, also man weiß es nicht. Ich werde jetzt hier nochmal weiter gucken, wenn ich jetzt hier nichts finde. Dann ist das, wie soll ich sagen? Dann ist das offiziell ein gutes Let's Play. Hier ist nichts. War ich da unten? Ich glaube, ich war da unten schon. Aber wir gehen nochmal runter, weil warum auch nicht? Man kann man ja machen. Da links was? Nee. Dreck in Hölle. Nee, aber die Lebensenergie. Okay, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Scheißspiel. Was soll das? Ey, der läuft, als wäre er ein Bär. Ey, guckt euch an. Ich bin... was weiß ich. Ein Seebär bin ich. So. Wo kann der Schlüssel sein? Wir sind natürlich sehr engagiert, was das Spiel hier angeht. Ist ja klar, warum auch nicht. Lasst euch nochmal abwerfen, zack, tschüss. Ja, auch nix. Und da muss ich alle Fledermäuse vertreiben. Es wird halt keinen Sinn machen irgendwie, aber... Wie soll ich sagen? Das Spiel muss jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Da oben vielleicht... Nee, war ich ja auch schon. Was ist denn das? Oder kriege ich die Truhe einfach so auf? Wenn ich gegentrete, ey. Ich sag euch, wenn das jetzt stimmt, bin ich echt sauer. Oh, bete zu Allah, bete zu Allah. Ich dachte kurzzeitig, wenn er sich duckt, sieht das aus von der Brille her, als wäre so ein Max Tollmann. Ihr werdet vielleicht nicht wissen, wer das ist, aber es ist egal. Ich habe nicht mit mir selber gedacht. So. Mit mir selber geredet, so meine ich das. In meinen Gedanken. So, jetzt haben wir es. Muss ich hin? Ach ja, stimmt, hier oben war das irgendwo. Ich sammle zur Sicherheit noch den Stein auf. Ich weiß nicht, ob hier nochmal Gegner war. Ja, natürlich. Das meine ich nämlich. So. Das heißt für uns hier oder was? Hoffentlich. Oder auch nicht. Bitte. Ah, doch, es ist richtig. Ach, natürlich, ein Laser. Hätte ich mir denken können. Ich bin ja aber auch dumm. Bewahre. Nicht witzig, ich weiß. Warum stottert der denn wieder? Ich habe so das dumme Gefühl, dass eine Statue mich angreifen wird. Oder so. Naja, mal sehen. Ihr wisst, wir haben noch drei Game... zwei müssen es jetzt sein. Ich bin eine Flugmaus. Nee. Warte, pass auf, wir machen das richtig clever. Gekackt. So. Das war knapp. Ja, warum mache ich wieder Videos? Weil... Der guckt mich an, oder? Kann ich den treten? Der guckt mich auch nur so an. Weil, wie soll ich sagen? Es ist halt... Warum nicht? Weil ich Ablenkung brauche. Weil momentan läuft bei mir nicht so und irgendwie... Was?
Der soll sich nicht immer so behindert. Und dann habe ich mir gedacht, brauche ich mal wieder. Was? Tod? Wo spawn ich? Oh Gott. Wobei, das war nicht so viel. Ja, aber welche Stadt waren das jetzt? Eine lilane oder so. Nee, toll. War ich auf dem letzten Leben oder warum bin ich tot? Das kann er jetzt irgendwie nicht. Oder ist das Spiel jetzt auch noch verbuggt? Ich weiß es nicht. Oder es gibt Sachen, die einen Instant killen. Was wiederum heißen würde, das ist ein Kackspiel. Weil man das nicht ahnen kann. Weil wer konnte denn damit jetzt rechnen? Dass da so eine Scheiße kommt. Ein paar Dartpfeile von einer Kneipe hinter dieser Statue oder so. Ui. An sich habe ich jetzt noch nicht so viel von dem Spiel geschafft. Das ist halt nur, weil ich halt mega langsam bin. Und noch nicht so zurecht. Ja, lass mich durch jetzt hier. Oder war das eine von denen? Ich glaube, die letzte hier. Nee, okay, die war es nicht. Ach stimmt, nee, ich habe selber gesagt, die sind die. Ach mein Gott, bin ich dumm. Du vielleicht. Oh, nun gut. Naja, wie auch immer, ist ja egal. Kommt noch was? Du nämlich. Ey, die Gegner sind halt auch, wie soll ich sagen, das ist halt irgendwie, das ist ein Scheißspiel. Und wer Scheißspiele feiert, der kann sie gern feiern, aber kann doch bitte den Rest der Welt damit in Ruhe lassen. Deswegen mache ich gerade was nicht ganz Korrektes. Okay, ich kriege keinen Fallschaden. Alles gut, das ist cool. Soll ich sagen. Deine Mutter. Bist du. Hallo? Passiert nichts. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin. Ihr könnt mir Spielvorschläge noch machen, aber ich weiß nicht, ob das Spiel überhaupt mundet, aber es ist Kacke. Und ich mag Kackspiele. Jo, gib mir den Beat. Gib mir den Beat. Beat, Beat, gib mir den Beat. Bis dahin, ich mache das jetzt noch einen ganzen Tag und wir hören uns dann.